Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Alchemical Skyblock. Und wir warten darauf, dass hier ein bisschen Mana zusammenkommt, um es dann zusammen mit Redstone und insgesamt 4 Diamanten, die ich habe, wo ist das Redstone? Da. 1, 2, 3, 4. Black. Suchen wir ihn doch, den Blacker Lotus. Der hat 32.768. Das ist genau das, was ich an Materialkosten reinstecke. Guck mal, da sind Mystical Grape Petals. Ich habe die ganzen Petals mal hier mit reingeschmissen. Weil hier sammeln wir ja alles, was kein EMC hat. So, dann laufen wir wieder nach dort hinten. Schade, hat nicht gereicht. Ich brauche also nochmal hier hinten den Charcoal. Aber damit haben wir schon mal 4 Mana Powder und einen Mana Diamond. Was mehr als die Hälfte ist, was wir brauchen für den Blacker Lotus. Und hier ist wieder alles an Charcoal durch. Einfach da hinten immer wieder ein bisschen was hinschmeißen. Holen sich das schon, den Rest kommt wieder hier ins System. Und dann brauche ich wieder Wood. 3 Stacks. Und pumpen dann hier hoffentlich gleich ein bisschen das Zeug raus. Ich könnte das doch. Geht das? Nee, wahrscheinlich nicht. Oder? Moment, das Liquid kann ich doch rauspumpen, das weiß ich. Kann ich das Liquid hier auch reinpumpen, ist die andere Frage. Transfer Node, Liquids, Fluids, Entschuldigung. 3 Stück und ein Stack von den Kabeln. Die zieht raus, die zieht raus, die zieht raus. Wird es hier weniger? Nein. Gut, die nehmen keins an. Das ist schon mal wichtig. Und dann ziehen wir hier die Leitung oben rüber. In der Hoffnung, dass dann das Fluid automatisch da hinten in den Tank gepumpt wird, bis der voll ist. Stick. Oder geht das auch mit dem? Nein, ich brauche einen Stick. Mit einem Stick kann man nämlich hier. Konnte man. Früher. Das Ganze konfigurieren. Egal. Wird schon irgendwann hoffentlich. Müssten irgendwie 34.000 Buckets, 34.000 Millibuckets drin sein. Ist in Ordnung. So, kann ich schon mal einen Mana Diamond wiederherstellen? Für den letzten fehlt noch ein bisschen. Da fehlt dann aber eindeutig auch die Charcoal. Ach, das ist die Fackel, die mich da immer wieder irritiert. So, die Charcoal schmeißen wir einfach da hinten wieder auf den Boden. Die Endoflames nehmen sich, was sie brauchen. Jetzt warten wir darauf, dass wir den letzten Mana Diamond herstellen können. In der Zwischenzeit bauen wir einmal die Melone ab. EMC sammeln halt.
Schnappen uns hier die 14 Obsidien, die entstanden sind. EMC sammeln halt. Und tun schon mal die beiden Mana Diamonds hier rein. So, und komm schon. Es dauert noch. Und dann nächster Schritt ist, dass wir uns irgendwann nochmal so eine Kiste organisieren und damit hier die Öfen automatisieren. Spitzhacke. So, noch ein bisschen Living Rock gesammelt. Geht noch nicht. Ich brauche echt noch mehr Charcoal. Es sind immer noch nur 34.000. Okay, Z ist die richtige. Geht der auch eigentlich entlang? Aber am Ende kommt nichts an. Mit anderen Worten, der kriegt das da nicht reingepumpt. Holz habe ich. Irgendwie kommt man doch hier die... Erstmal holen wir uns hier hinten noch ein bisschen Charcoal wieder. So. So. Und so. Schmeißen die da hinten wieder hin. Unterwegs einmal den Mana-Diamanten herstellen. Einfach den Tank da, den Mana-Pool voll machen. Mmh. 32.000 Blacker Lotus. Einfach, nur weil wir es können, nehmen wir den hier wieder raus. So, der würde jetzt theoretisch Mana hier rein produzieren. Da ich noch nie weiß, was wir als nächstes brauchen, drauf geschissen. Der Energy Condenser ist mir nämlich wichtiger. Dann kann ich nämlich jetzt noch zwei Transfer Node Items nehmen. Zwei Stück. Ich brauche Filter. Die brauchen Redstone, Sticks und String. Also, Redstone. 1, 2, 3, 4. Stick. 1, 2, 3, 4. Und String. 1. Und der hatte doch EMC, genau, hatte er. So, den einmal herstellen, da reinschmeißen, ab sofort Filter suchen und einfach rausnehmen. So. Die Chest hier hin, hier wieder hin, jeweils Ding dran. Jetzt müsst ihr sich hier Charcoal drin sammeln. Und hier... Itemfilter rein. So, den muss ich erst konfigurieren. So. Achso, hat er nicht genommen mit dem Holz. Und das Holz pumpt er jetzt automatisch hier raus, hier wieder rein. Und theoretisch müsste hier am Ende ein kleines bisschen Holz übrig bleiben. Tut es auch. Und der zieht dann automatisch. Und dann brauche ich gar keine Filter, weil funktioniert trotzdem. Okay. Problem gelöst. Und das können wir jetzt überall theoretisch bauen. Und
das Beste daran ist, alles, was wir an EMC nicht brauchen, können wir der Rohrleitung Spitzhacke, alles weg. Ja. Das hier ist nämlich was anderes. Und schade um das Zeug. Aber es funktioniert ja anscheinend nicht. Nee, tut's nicht. Also kann ich das abreißen. Das heißt, Creosote Oil muss ich immer noch von Hand rausholen. Aber Transfer Note Items kann ich hier unten. Achso, ich brauche noch eine. Ich bin so doof. Hier sagt die Zeit sagt alles gut. Transfer Note Items. Hier jeweils hin. Die Fackel klemme ich direkt vor den Ofen. So. Jetzt müsste die Charcoal von hier automatisch rausgenommen werden. Das Holz automatisch hier drüber verteilt werden. Wird's auch, hoffe ich. Es wird auf jeden Fall Holz gerade eingesaugt. Und hier ist voll. Und hier ist auch voll. Und das war ich nicht. Und den Rest, den könnte ich mir jetzt theoretisch nehmen. Und da drüben in die Kiste einfügen. Ich glaube, das mache ich mal von unten. Also hier die Leitung lang hoch. Hier einmal quer übers Feld irgendwo. Oh, Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen stiller als sonst. Richtig. So. Und jetzt müsste hier zwischendurch immer wieder ein bisschen Holz kommen. Wobei ich aufpassen muss. Wobei denn das Creosote Oil müsste das ja verhindern, ne? Ja, sowieso müsste erst immer hier alles voll machen. Gut. So, dann geht da entsprechend. Und jetzt ist das Holz hier hinten in der Kiste gelandet. Wunderbar. Damit haben wir eine unendliche Quios, EMC-Farm, solange wir das Creosote Oil hier rausbekommen. Nehme ich mir einfach mal ein paar Eimer. So. Das war jetzt nicht Sinn des Ganzen. Ach du Scheiße, was habe ich jetzt für einen Effekt? Keinen mehr, okay. Industrial Hemp Seeds sind nicht viele geblieben. Ich habe auch ein bisschen Industrial Hemp Fiber gekriegt, womit ich Hemp Rope Coil, Hempcrete, String und Tough Fabric bauen kann. Und damit kann ich mir eine Windmill oder ein Strip Curtain oder ein Jump Cushion herstellen. Okay. Also Industrial Hemp ist nicht so wichtig. Hat auch kein EMC. Jetzt fehlt hier eine Fackel. Ich glaube, die hatte ich hierhin gebatscht. Nee. Hier fehlen zwei Fackeln.
Eine hier hin, dann passt's. Und eine hier hin, dann passt's. Wobei die hier eigentlich hierhin gehört. So. Und 5 Eimer. Alles hier rein. Sehr schön. Wieso fehlen jetzt 2 Eimer? Hatte ich nicht mehr? Hier oben hängt ein Eimer. Jetzt habe ich echt Verlust an Eimern. Na super. Einen Eimer verloren. Schade. Das brauche ich gerade nicht. Das brauche ich nicht mehr. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Die Seeds brauche ich gerade nicht. Lexica Botania brauche ich. Die Watering Can behalte ich mal. Den Engineer's Hammer auf jeden Fall. Okay. So. Hier muss nochmal Gravel rein. So, hier muss nochmal irgendwas zum Verbrennen rein. Da hole ich mir jetzt hier einfach ein bisschen Charcoal. So, die wird jetzt auch verbrannt. Und mich würde jetzt interessieren, Wood hat 8 EMC, Charcoal hat 32, Coal hat 128 und Coal Coke hat 256. Das ist verdoppelt und das ist vervierfacht. Entsprechend macht es keinen Sinn, mit Kohle zu arbeiten. Was haben wir denn hier? Eternales Fuel, Eternales Fuel, Eternales Fuel. Und der kann hier auch nicht höher gemacht werden. Da ist das Problem. Der kann den Eternales Fuel nicht höher craften. Nehmen wir einfach mal Wood. Geht das? Weiß es nicht. Nein, Wood geht nicht. Aber was auf jeden Fall geht, ist Charcoal. 1, 2, 3. Und der ist direkt wieder bei im Eternales Fuel. Der auch. Der auch. Die sammeln weiter, genau. Machen wir einfach ein paar Stacks rein. So. Genau, das läuft jetzt durch und den Eternales Fuel klatsche ich hier rein und kann jetzt wieder einen Blacker Lotus wieder rausnehmen. Und eine Alchemical Chest. Chest. Oh Gott. Der Deutsch. Der Deutsch ist sehr schwierig. Sehr schön, wie das hier wieder funktioniert. Ich brauche 8 Diamanten dafür, ne? Ich habe 6. Aber. Ne, hier ist auch nichts drin. Okay. Ich schmeiß einfach mal ein bisschen Charcoal da hinten hin. Damit die Endoflames was zu tun haben. Wie voll ist denn dieser Mana-Pool? Da ist quasi noch nichts drin. Okay.
Mana Manipulation. Mana ist das Wichtigste überhaupt. Mana is one of the most important skills to a botanist needs to master. Klar, Mana Spreaders, Mana Pool, viele Sachen können damit gemacht werden. Wird verwendet durch Funktionsblumen. Endoflames und Hydroangeas. Ja, das sind die, die aus Wasser das generieren. Have a read at the end functional flower and natural apparatus section of this lexicon. Okay. Mana Pool. Ja. Making a diluted. Making a mana pool diluted. Can be a useful tool for when one might want a small buffer for a flow or a system. Ja. Ja, genau. Also Eisen und Mana-Perlen. Enderperlen. Mhm. Okay, man kann die einfärben, man kann Sachen reinschmeißen. Klar, Diamanten, Redstone, Glas wird zum Mana Glass, String zu einem Mana Infused String, Cobweb kann man herstellen damit, Cookie wird zu einem Biscuit of Totality. Cookie werde ich mir auch gleich mal gucken, angucken, wie ich dran komme. Der Mana Spreader. Ja. Okay. Okay, der. Achso, das sind die verschiedenen Mana Spreader, die man machen kann. Ich werde mir mal eben kurz noch was Wolle holen. Ich habe noch keine Wolle eingespeichert. Was bin ich denn für ein Mongo? 1, 2, 3, 4. Hoffentlich hat die 48. Nein, 44. Das heißt, wenn ich Wolle einspeichern. So herstelle, wird das besser. Und jetzt muffeln wir den mal, damit es nicht mehr so laut ist. Sehr schön. Okay, entsprechend, ich habe euch lieb, ihr mich hoffentlich auch. Drückt die Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten drückt einen Daumen nach unten. Schreibt mir gerne Kommentare. Lasst noch ein Abo da. Brastus ist raus. Tschüss.